Whistleblower! Es spielt. Wir werden es gleich sehen. Ist irgendwie parallel. Ruhe. Minimal vor. Ruhe! Ja, lass mich nicht sprechen. Wir machen quasi jetzt im. Oh. Wer ist er denn? Hans. Dampf. Hallo, Hans. Dampfhörer. Wer sind denn die beiden? Wir sind Patient. Im Labor. Ah, okay. You don't have to wake up, but open your eyes. Wie soll das denn gehen? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Somebody hit you? Here. Let me help. Was? What the fuck? Was? Andrew? You getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine? They said Hope made a lateral assumption. Das ist vielleicht auch schon ein bisschen ballerballer. They're not happy about it? No. Ah, Billy Hope heißt er. Shit. Come on. Okay, wir sind einer von den Wolverine-Patienten. Aha, okay. Wir werden von diesem Bildschirm gesetzt und kriegen jetzt diese Bilder eingeblendet. Was auch immer. Und werden abgedeckt. Wie ein Popsicle. 2 Stunden vorher. Das ist der Typ, der dich der Hauptdarsteller die Nachricht gegeben hat. Ja, ja. Und er ist wer? Jetzt bin ich gespannt. Na, er ist Mitarbeiter. Er ist irgendwie Sicherheitsoffizier oder irgendwie sowas. Ach so, er ist. Nee, er ist okay. IT-Typ. Mhm. Ja, sowas meinte ich jetzt eigentlich. Also quasi die interne Sicherheit hier für. Hast du gesehen, ist ein Kumpel von uns, der ist auch ganz nervös. Okay, ich. Ich kann mich doch anscheinend an viel weniger erinnern, als ich noch bis eben gedacht habe. Werde ich diese E-Mail senden? Ich weiß nicht. Bleiben wir doch einfach hier sitzen. Der Sonnenuntergang ist wunderschön. 15 Minuten später. Ach, scheiß drauf! Was treiben Sie denn da? Nichts! Ich bin ganz erstaunt, dass es normale Menschen gibt. Also es ist noch vor dem Ausbruch anscheinend. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software guy. Ich bin wie ein Hund, wenn ich etwas sehe, was mich verwirrt. Okay. So, wir sind in dem unterirdischen Labor. War das jetzt wirklich so ein bisschen Black Mesa? Das ist nicht cool, eine andere Perspektive, eine vollständig andere Perspektive. Danke. Vielleicht kriegen wir jetzt auch einfach mehr Story mit. Wir müssen jetzt einfach besser aufpassen. Okay. Der schreibt gar nichts. Ja, ja. Ja, schon. Die warten auf dich. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum man das nicht davor spielen sollte. Ja, genau. Okay, Billy ist nicht drin. Nee, noch nicht. Was soll das große dann sein? Ein Superrechner oder was? Das da? Ja. Das ist die Maschine an sich. Das ist der Valrider sozusagen. Okay, wir sollen uns an irgendeinen PC setzen. Den da. Park. Finally. Where have you been? Functional imaging interfaces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. Wir verwenden hier Windows. Können Sie uns helfen? No. I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is gonna have us up and running before we even know it. Mr. Park. Mr. Park? Wir sind Mr. Park. Tut mir leid, Leute. Ihr braucht Antivirus. Ich spiele Minesweeper. Wir sind wie immer stumm, das ist so witzig, ne? Ich versuche gerade unten mitzukommen, was da so abgeht. Ja, steht ja auch. Ich
Fuck me, they're bringing him in. Da ist er. Nur zum kurzen Verständnis, wir verstehen auch Englisch, bloß wir haben es relativ leise. Na stimmt, nicht so leise ist es nicht, aber naja. Die sprechen so undeutlich. Aber auch damit wir es nicht auf der Aufnahme haben. So. Sie werden mich vergewaltigen. Hilfe, ich bin nackend! Da ist er. Oder? Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Der hat uns doch angemacht. Ach nee, das ist der Typ, der da rechts drin war. In diesem blutigen Ding. Ah, okay. Wow. Das ist ja mal... Das ist Eddie Gluskin, okay. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Hast du auf, mich anzufassen, du Arsch? Der will anscheinend nicht, dass du da guckst, was so abgeht. Tschüss. Ja, das habe ich vor. Wer bist du denn eigentlich, dass du mir sowas sagst? Und warum seid ihr hier alle Zwillinge? Tatsache, ich sehe gleich aus. Das, hoffentlich ist das nicht verdächtig, wenn ich jetzt einfach renne. Büro ist dort? Nee, oder? Links. Okay, links ist das Büro. Dann nehmen wir da. Links, rechts? Auch nicht. Nein, okay. Einfach wieder in dein Büro rein. Ich glaube, das ist nicht mein Büro, oder? Doch. Das beschissenste Büro aller Zeiten. Du sitzt im Serverraum und das ist dein Büro. Oh shit. Den Laptop nicht einfach so offen liegen lassen. Ein IT-Typ, die braucht ein Passwort. Das ist der schlechteste IT-Typ ever. Software Engineer with a Level 3 Security Clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow. Not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider ist ja hässlich. Klo. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router and firewall patch would be enough. Ja, okay, er hat's versucht. Aber er hat doch einfach nur sein Ding zugeklappt, also hallo. Naja, er hat aber offenbar schon verschlüsselt. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? Nein! Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? That's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light and... Super! Oh, Nebenwirkungen. Hey. Gibt's da auch was von Razzia-Farben? Cool. Ich finde den Einstieg ziemlich cool. Ist auf jeden Fall mal interessanter als der davor. So, hallo, ich habe ein Auto. Hat mehr Sens, ja. Auch jetzt der Typ da eben, ist ein richtiges Arschloch. Ich hoffe, der kriegt noch sein Fett weg. Jo, stimmt. Das ist schon der Erste, der stirbt. Ich bin jetzt gespannt, wie sich das jetzt aufbaut, das Spiel. Und wie das, was das überhaupt werden soll. Aber der Kerl, der uns abgedeckt hat, ist bestimmt nicht Tracker, oder? Nee. Der sich dann später so selbst verschandelt vielleicht? Okay. Ha? Mach Alarm. Nee. Oder? What the fuck? Achso, wir sind in einer Zelle und die sind auch in einer Zelle. Oh Mann. Ha? Oh, scheiße. Hallo! Ja. Oh Mann! Ist alles blutig, oder? Oh Mann! Da ist er ja noch. Gehört das noch zum Test? Haben wir bestanden? Hab ich was falsch gemacht? Okay. Die gute alte Kamera. Mann, das ist genau dieselbe. Vielleicht finden wir die. Nee, die hat er doch schon im Auto. Stimmt, ja. Du, klar. Doof. Blöd. Sollte ich sterben,
Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe holen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera in meiner Leiche. Ach, bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier drauf was tun können, was ich nicht konnte. Die Wahrheit zeigen. Zeigen. Lisa, Baby, es tut mir so leid. Aha, ich hab's verkackt. Aha, ich dachte, ich tue das Richtige. Ahaha, ich hab sowas von verkackt. Okay, das machen wir nie wieder. Nein. Eieiei. Ei, ei. Was? 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 Flower. Pretty flower. Fucking. I'll open you up. Open you up and show you. You wait right there. Ist das ein Kumpel? Ja, ja. Denk schon, oder? Dann gehe ich jetzt. Guten Tag. So. Da los. Eieieiei. Oh. Achso, was ich weiß, ist, Whistleblower ist noch einen ganzen Zacken brutaler. Das weiß ich. Naja, bisher. Aber gut, haben wir auch noch nichts gesehen. Das wird noch richtig. Schätze ich mal. Ein Flitzer. Hilfe. Der Whistleblower ist da. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Was? Wo kommt der plötzlich her? Naja, deswegen ist da der Nackte da gerannt. Oh. Das hast du aber eben mehr mitbekommen als ich. Ja, ja. Auf jeden Fall. Hab ich schon gewundert, warum es so verschwommen war eben. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Ich hab gesagt, der Whistleblower kommt. Der Wallrider kommt. Ja. Ich bin der Whistleblower. Was machst du schon wieder hier? Bist du wirklich der Whistleblower? Na, ich hab doch versucht, die Informationen an sich zu bringen. Das nennt man Whistleblower? Ein Whistleblower ist jemand, der quasi Missstände und sowas ankreidet und veröffentlicht. Kann ich raus hier? Achso, ich kann nicht raus. Achso, verstehe. Na gut. Das ist ein Whistleblower. Alles klar. Solche, die so von hier Pussy Riot und so. Sag mal, komm mal her. Warum? Sakrileg. Da ist bestimmt jetzt nichts drin, aber das ist halt ganz typisch. Das dampft so schön. Mhm. Bubi! Muss ich mal dieses schrille Schreien abgefüllen. So. Okay, los geht's. Direkt nach rechts. Hat nicht funktioniert. Das ist nicht gut, was du da machst. Er ist aber nicht mehr da. What the fuck? Das war jetzt irritierend. Oh, hier los. Na, Freunde. Come to join our therapy session. Here, take the blade. Fühl ein wenig in unserem Freund herum. Dürfte ich dann gehen? Den finde ich sympathisch. Okay. Der hat keine Hose an. Schon okay. Ich auch nicht. Sehr gut. Ich auch nicht. Ich finde dich. Wow! Er greift mich an! Er mag dich nicht. Und ich dachte eben, der ist cool. Der ist nicht cool. Dürfte ich bitte durch? Dürfte ich bitte durch? Um. Da. Meine Güte, das ist ja jetzt schon total unberechenbar, was hier abgeht. Ja. Das ist ein bisschen actionreicher als davor. Okay, das ist die Rezeption. Man könnte fast denken, dass dieses Spiel weniger auf Horror, sondern mehr irgendwie auf Action setzt. Das ist DLC, meinst du jetzt hier? Ja. Bist du blauer direkt? Okay. Aber dafür, dass wir eben therapiert wurden, sind wir doch noch ziemlich gut beisammen. Ja, auch gerade erst angefangen.
Zwei Stunden ging es anscheinend, oder? Oh, zwei Stunden hätte ich gerade festgeschnallt und dann... Achso, okay. Ja, aber es scheint noch ziemlich zu zecken hier. Ja, du hast immer noch dieses typische... Zuckeln. Zuckeln, ja. Ich hätte es anders genannt, aber gut. Hast du gehört? Nein. Der bewegt sich plötzlich. Der will auch raus. Dann lass ihn doch. Zum Spaß machen. Wie geil. Wir haben Karpaltunnelsyndrom. Hilfe. Willst du auch raus? Halt nicht. Bleibst du drin? Aber der macht die Tür leise zu, hast du gesehen? Tatsache, der macht die leiser zu. Ey du, der Wellrider scheint zufällig zu kommen. Kann das sein? Ein bisschen zufälliger zumindest. Meinst du? Na, auf jeden Fall in diesen Abschnitten, wo ich wegrennen muss, ja. Weil vorhin ist er kein zweites Mal gekommen, du. Na, vielleicht schon, aber wer weiß. Vielleicht hat er dich nicht gesehen. Weil so schnell war, meinst du? Kann sein, ja. Du doch! Na, viel Spaß! Und eins und zwei und... eins und zwei. Bin mir nicht sicher, was ich hier sehe. Na, ihn zumindest schon mal. Und der ist nicht so gut gelaunt. Das ist du? Spinde. Hallo. Wir sind's nochmal. Hat der schon voll da? Da kommt er zum Beispiel. Ach, ja, super, da ist er. So, wir wissen, das hilft. Ah, ja, duschen. Eine gute alte Ektoplasma-Dusche. Bleib hier! Super. Arschlöcher, da lag eine Akte. Da ich auch noch, Alter. Mr. Park, Mr. Grant. Rücktritt aufgrund mentaler Gesundheit. Zerzert 8208. Jeremy Blair. Damit ist eigentlich alles gesagt. Wo ist die andere Akte? Das war die Akte. Ach, die hast du gesehen? Ja, durch das Fenster hast du die gesehen. Na gut. Batterien. Komisch, dass uns das DLC jetzt nochmal alles erklärt, ne? Wo wir doch alles schon wissen. Du kannst, glaube ich, sogar nur Whistleblower spielen. Okay. Also, warum sollte man das machen? Du. Warum soll man überhaupt irgendwas machen? Fällt Spiel an. Hier gibt's keine Regeln mehr. Hoch. Hoch. Du musst ja hoch. Links. Links. Ah, doch nicht. Entschuldigung. Ist musst okay. Musst du nicht hoch. Ist okay. Abend. Auf jeden Fall hat... Hier ist nur eine Tür zu. Die andere ist auch zu, aber durchsichtig. So, also der Werewolf hat es auf uns abgesehen. Das ist schon mal nicht schön. Schön ist hier gar nicht. Zumindest wird er jetzt noch ein bisschen präsenter. Da. Ja, aber er wird nicht interessanter. Das mag sein. Warte mal. Da. So. Ratten. Ich hoffe Ratten. Rats all over the place. Typen auf dem Boden und über... Es ist viel zu verstecken hier. Ja, ja, sehr offen. Also die Umgebung ist sehr offen. Es wirkt auf jeden Fall verzweigter. Ja, ja. Gut, also ich finde es gut, dass er das leise zumacht. Die haben offenbar daraus gelernt, die ganzen Spieler gesagt haben, wir kriegen jedes Mal einen Schreck, wenn wir die Türen zumachen. So schläft man doch nicht auf dem Bett. Können diese Wissenschaftler gar nichts. Scheinbar nicht, sieh dich um. Ja. Na, so ist es nicht wirklich verzweigt. Das ist ein ziemlicher Schlauch, den ich hier laufe gerade. Da ist jemand. Der backt einen Kuchen. Das ist der Kerl, mit dem ich rechne. Das ist der Kannibale. Schiete. Okay. Fuibar. Sage ich dann nur, fuibar.
Fuiba! Leckeres Süppchen! Das schmeiß ich gleich mit. Oh! Gibst du mir ein Stück ab? Kumpel? Ich mag sie hauchdünn. Und gut abgehangen. Oh Mann. Der sieht dich doch gleich. Ja klar sieht er mich, aber er kommt nicht raus. Aber die anderen Bienen vielleicht. Oh. Ha-ha. Jetzt kommt er schon der raus. Der Kopf ist in die... Don't you look at us. I love him. Okay. Ich sag mal so, wie schafft man es, die Mikrowelle zum Laufen zu bringen, wenn die Tür offen ist? Ich glaube eher, dass die Tür zu ist und dass das Glas nur fehlt. Den Kopf da reingeknallt, meinst du, ja? So, dann guten Appetit, wir verpissen uns. Dr. Hannibal Lecter, muss das denn sein? Das ist auch mal besser aus der Kerl.